Und es geht einfach darum, Häuser zu bauen, die ein angenehmeres Klima haben als konventionelle Häuser. Und das ist auch hier erreicht. Also sie sind im Sommer kühler und im Winter sind sie wärmer. In Zeiten des Klimawandels müssen moderne Büro- und Dienstleistungsgebäude vollkommen neuen Anforderungen genügen. Hierzu gehört ein minimaler Energieverbrauch. Wenn die Temperaturen künftig steigen, wird aber auch die Klimatisierung immer wichtiger. Eine Herausforderung für Planer und Architekten. Wie wird man Gewerbegebäude künftig klimatisieren, ohne dabei neuen Energiehunger zu produzieren? Das Sonnenschiff gibt bereits eine überzeugende Antwort. Zentraler Baustein des Konzepts, die Lüftungsfenster der Energiefassade. Das Fenster besteht aus mehreren Teilen. Ein Teil ist dieses Lüftungselement mit Lüftungsgitter und Witterungsschutz. Ich kann dahinter das große Lüftungspanel öffnen. Gleichzeitig bringen wir Schalldämpfungselemente rein, sodass man auch tagsüber das Lüftungspanel öffnen kann. Ziel ist dann, so wenig wie möglich Straßenlärm ins Rauminnere zu bekommen. Die Lüftungsfenster ermöglichen, die Büro- und Arbeitsräume im Sonnenschiff natürlich zu kühlen. Der Einbruch- und Witterungsschutz erlaubt es, die Flügelfenster auch über Nacht offen zu lassen. Warme Luft entweicht nach außen, kühle Nachtluft strömt nach. Raumluft und Innenwände kühlen so angenehm ab. Wie viele Bürogebäude liegt auch das Sonnenschiff in der Stadt. Außen gibt es Straßenlärm, aber innen soll es leise sein. Bereits in der Entwicklungsphase lässt Architekt Rolf Disch daher die Energiefassade im Schalllabor testen. Dämmt die Fassade nicht nur die Wärme, sondern wie gewünscht auch Lärm? Die aufwendigen Tests im Schalllabor machen es möglich, die akustischen Eigenschaften der Energiefassade im Modell zu untersuchen, um sie anschließend zu optimieren und die Schalldämmwirkung zu verbessern. Die Untersuchung am Modell bringt wichtige Erkenntnisse. So kann zum Beispiel die ursprünglich geplante Dämmplatte am Lüftungspanel wegfallen. Der Schall wird auch ohne die Platten gut nach außen reflektiert. Ein erfreuliches Ergebnis, denn es macht die Konstruktion noch einfacher und spart Kosten. Für permanente Frischluftzufuhr sorgt ein spezielles Lüftungsgerät, das bei geschlossenem Fenster und bei jeder Außentemperatur in Betrieb genommen werden kann. Die verbrauchte Luft wird im Rauminneren angesaugt und nach außen geführt. Die kalte Frischluft strömt in Gegenrichtung über einen Wärmetauscher im Lüftungsgerät und wird so durch die Wärme der Abluft vorgewärmt. Das spart Energie und garantiert ein angenehmes Raumklima. Warme Räume im Winter, natürliche Kühlung im Sommer und dabei stets frische Luft. Durch die geschickte Kombination vorhandener Energiespartechniken sinkt der Energieverbrauch auf ein Minimum und steigert den Komfort für alle Nutzer.